3 Uhr morgens ab nach Kaiserslautern. Ich habe schon immer in Deutschland Bettwäsche geschlafen, Leute. 2006 das Sommermärchen. Und jetzt gibt's hoffentlich ein Hansa-Märchen. Ja, die mitlängste Auswärtsfahrt in der Saison steht bevor. 8 Stunden Autofahrt von Rostock aus, über 700 Kilometer. Das wollten wir unserem Fahrer nicht antun. Der ist auch dabei. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal zur Bahn, oder? Bist gut drauf? Boah, kommt noch, kommt noch. Wir gucken gerade, ob Alvin schon geschrieben hat. Der Typ ist noch nicht wach, glaube ich. Und nicht, dass er verschläft, Mann. In 59 Minuten geht schon unsere Bahn. Ah, er soll sich mal straffen jetzt. Mann. Da fährt er einmal nicht, nutzt er direkt aus. Mann. Mitten in der Nacht. Ich wusste gar nicht, dass es um 3 Uhr morgens so lecker schmeckt. Also wie mein Bruder hat sich tatsächlich gemeldet. Heute gegen den besten Aussteiger der Liga, Kaiserslautern. Die sind gut drauf, zu Hause. 7 Spiele in Folge ungeschlagen. Wird wieder Zeit, besiegt zu werden, ne? So sieht's aus. Letzte Woche sah ja schon gut aus, muss ich sagen, das Spiel gegen Fürth. Den Schwung müssen die Jungs jetzt mitnehmen. Hat so gut getan, ey. Ey, was für geile Buden und dann auch noch schön rausgespielt. Das 2-0, das werde ich bis heute nicht vergessen. Traumhaft. So, auf uns wartet der legendäre Betze. Immer eine Auswärtsfahrt wert. Kaiserslautern, absoluter Traditionsverein. Wir selbstverständlich auch. Und auf dem Betze ist alles möglich. Ich meine, Lautern, die haben jetzt alle Ziele schon erreicht. Ne? Platz 7 als Aufsteiger. Was willst du mehr? Deswegen gönnt uns. Unser Rostock. Da kommt auch der zu spät Kommakopf. Das war ein Spaß. Wir sind pünktlich. Ja, wir sind überpünktlich. Wir haben noch, wie viel? 20 Minuten. Moin, gut geschlafen. Ja, 2 Stunden. Du? 2 Stunden? 3 Stunden. Ja. Ach, die goldene 2-Stunden-Regel. Ihr kennt sie doch. Solange. Woche waren es, glaube ich, noch 3 heute. Aber 3-Stunden-Regel. Ja, egal. Passt schon, passt schon. Für einen Sieg macht man das doch gerne. Was hast du für ein Gefühl heute? Ja, man ist ja ein bisschen, man kommt ja mit Rückenwind, wie du gesagt hast, schon aus dem Fürth-Spiel. Schon guter Dinge, da geht viel. Vielleicht kommt ja auch ein bisschen Fritz Walter auf uns zu, ein bisschen im Regen, aber Die Magie für unseren FC Hansa, um die Klasse zu halten. Wir sind drin. In der Bahn. So, wir können uns auch noch einen anderen Vierer suchen, weil wir haben nicht reserviert. So ein paar Kekse gibt's hier. Was hast du noch im Angebot? Also einmal hier die guten Crunchy Break. Ja, den. Genau, genau. Keine Werbung, aber hier noch. Ja, Schokoriegel. Die stullen alle Alvin. Alvin hat extra Stuhl für uns gemacht hier. Wir warten alle noch. Weil der schläft gerade. Genau, den wollen wir jetzt nicht stören. Die Schlafmütze ist auferstanden. Konntest du überhaupt noch ein Auge zukriegen? Stullen alle Alvin. Alles eingepackt. Frischkäse, Essig, Salami. Richtig markiert sogar. Dann nehmen wir das Käsebrot. So stelle ich mir eine Bahnfahrt vor. Bisschen zu geizig belegt. Ich kann noch eine Salami mehr rauf. Die Stulle aller Alvin. So sieht sie aus. Mit einer Stulle zum Spiel. Gibt es noch eine positive Nachricht für uns vielleicht? Deprivil fällt aus. Hä, doch? Ich habe gehört von Kaiserslautern, dass der relativ gut ist. Ah, Luis hat eine Kaiserslautern-Vergangenheit. Also wenn einer weiß, wie es auf dem Betze geht, dann muss Alois da ran. Alois, du machst das. Wir glauben an dich. Das letzte Spiel sah schon gut aus. Gegen Greuther Fürth. Die Jungs, einfach so weiterspielen. Frühstück ist gleich durch. Noch ein bisschen K.O., aber so heute mal nicht fahren. Ist entspannt. Ja, geht klar? Ja. Haben wir dir mal was Gutes getan. So, wird immer voller. Lautern-Fans auch am Start. Wir mussten uns umsetzen. Nicht reserviert. Ja, Hauptsache, wir kommen nach Lautern. Prost, Prost, Prost. Schulzi. Tante lässt geredet werden. Schulzi am Start. Der Bodybuilder. Der schau mal auf Instagram für ein paar Tipps. Ja? Damit wir mal hier die Leute besiegen können. Ich würde sagen, mein Tipp heute doch. Ja, ich sag mal so 1-0 Quetschsieg. Ja? Quetschsieg? Sag ich 1-0 Quetschsieg. Frölling gönnt wieder. Glaubst du, er kriegt wieder die Chance? Frölling macht wieder 30 Meter. Frölling! Oder macht
auf 20 verkürzt. Ey, das wäre geil. Also, Jungs, ja. Schulzi, wenn ihr einen Bodyguard braucht. Ja, der. Ich begleite Bodybuilder, immer. Bodybuilder. Ja, Maschine, Maschine. Ich begleite hier den Max jetzt immer nur. Da geht's auch schon zur Sache. Was sagt ihr, Jungs? Ja, was soll ich sagen, Digga? 3 Punkte. Wer macht das heute? Kröger, du machst das heute. Kröger, du machst das heute. Auf den Betze. Der Legendäre hat seine eigenen Gesetze für Hansa. Achso. Der Betze hat seine Gesetze. Oh, gut. Guter Spruch. I bin bester Mann. Sechs Minuten Umstiegszeit. Da wartet auch noch ein legendärer Hansa-Fan auf uns. Wir treffen uns in Mannheim. Für die Lauterer nicht die beliebteste Stadt, aber ist ja jetzt, sage ich mal, eine Durchfahrt nur. Ja, die Deutsche Bahn ist sehr auf körperliche Fitness getrimmt und deswegen haben wir nur... Ich meine es gut mit uns. Genau. Den kurzen Sprint einlegen. Angekommen. Da ist er doch schon. Der Edelfan, der Edelfan. Jetzt kommen sie alle. Da ist er. Oh, endlich mal wieder da, endlich mal wieder. Ja, Alter. Mit Beute, gut drauf? Ja, auf alle Fälle. Guck mal hier. Das ist der Bodyguard. Ja. Andi, wir brauchen die 3 Punkte. Ja, auf alle Fälle. Hab schon gehört, sie wollen uns ein paar schenken, ne? Wie gesagt, ich habe noch mit Lauter eine Fremdfreundschaft aus der Bundesliga-Zeiten. Da habe ich noch einen Schal mit denen getauscht, das weiß ich noch. Oh, Tutorial für Anfänger. Genau, er schafft das schon. So. Hier auch mit Laudern-Fans haben wir uns schon unterhalten. Und die 3 Punkte bleiben heute bei uns. Und jetzt hast du oder ein Punkt, ist auch okay. Ein Punkt, jetzt hast du ein Problem. Genau. Jetzt brauchst du die gute Ostbahn mit dem Fenster oder ein Feuerzeug. Wir erinnern an Bochum. Hast du schon ein paar Geschichten erzählt? Bochum 2.0, da habe ich Tränen in den Augen gehabt. Da war ich auch im Bad gegangen, weil Schwiegervaters hatte, wir hatten Geburtstag gefeiert, aber es war, lief die Szene. Hansa musste nicht absteigen. Hat dann keiner eine, hat an uns geglaubt. 82 oder keine Ahnung, das 3-2 geschossen. Ich bin mit Tränen in den Augen wieder reingekommen in die Geburtstagsfeier. Und die alle, was machst du denn hier? Das können Leute nicht nachvollziehen. Nein, natürlich und das nicht. Hoffe ich heute. Davon redet jeder Hansa-Fan. Ja. Bochum, erinnert euch. Das wird wieder wiederholt. Ich hoffe. Wir fahren ja schon recht Auto. Da ist er doch. Hey, was soll denn das? Da ist er doch. Auswärts! Angekommen in Laudern, Hauptbahnhof, pünktlich wie die Maurer. Ja, bisher alles friedlich. Man unterhält sich, man teilt die Punkte oder gönnt auch 3. So, da gibt es noch ein paar Fanutensilien. Guck mal, da gibt es sogar Lautern Rostock. Symbolisch für die Fußballtradition der Stadt Kaiserslautern. Ey, Freunde, müsst ihr sein. Ihr habt heute Morgen die Bettdecke gesehen, WM 2006, passend dazu, weil der Betzenberg natürlich dort das Stadion gewesen ist. Bei der WM wurde das hier errichtet. Wir haben jetzt hier noch wirklich sehr korrekte Lautern-Fans getroffen. Ja, was denkst du heute? Aber würdest du uns auch noch den Klassenerhalt gönnen? Ja. Die nächsten Spiele, da müsst ihr natürlich auch uns ein bisschen unterstützen. Boah, richtig stark hier, die ganzen Unterschriften immer dabei. Mal gucken. Unentschieden kann man sich ja auch noch anfreunden, würde ich sagen. Auch ein gutes Spiel. Und ich wollte noch meine Mama grüßen und meine Oma. Grüße gehen raus. Auch beim Doppelpass Mario Basler und alles gesehen. Ja, genau. So muss das sein. Läuft. Wir gewinnen. Nein, Spaß. Liebe Grüße an die Tölmischer Crew, Strandidee Heringsdorf und an Mr. Markus Scharun. Auf 3 Punkte. Auf 3 Punkte. Auf. Eine Runde Wurst wird jetzt ausgegeben. Oh nein, kein Grüße gehen raus an die Lauterer Fans, die uns den zur Verfügung gestellt haben. Mein Bruder ist ja ein Sammler. Ja, sehr nett hier aufgenommen worden in Kaiserslautern. Das ist ja echt alles wirklich friedlich und so muss das sein. Genau. Eine Feuerwurst wird das. Ist bekannt für Kaiserslautern. Feurig, frisch, wo gibt's Senf? Da hinten. Nein. Auf die Feuerwurst. Junge! Ey, reicht! Nach Thüringer Art. Aus Thüringer Art, mehr nicht. Aber, okay. 6,5 von 7, 1 von 10. Schön scharf, aber pikant. Ja, eine 7. Ich glaube, ich hatte letzte Saison in Darmstadt schon eine Feuerwurst im Stadion. Aber die ist besser. Auch meine Feuerwurst. Minus 6. Sehr scharf. Nein.
Das ist okay. Das gibt eine 7. Kann man machen. Schöne Grüße aus Hagenow. Ne? Hagenow ist cool. Gestern schon angekommen, jedes Spiel mitgemacht. Ja. Respekt. Ja. Muss man erstmal schaffen. Und wir fahren das an 1000 auch. Und ja, ich fahre jetzt aber knallhart. Nächste Woche gegen Regensburg am Sonntag. Da geht's schnell nach Hause schlafen und morgens mit der Fähre nach Schweden rüber gegen Malmö FF, alle. Stadionhopper, kennst du das? Oha! Und gleich zwei Dinge. Schweden sowieso, die Fähre immer. Ja. Und so, ne? Wie bei unserem Opa damals, das haben wir alles auch schon mitgemacht. Geil! Rostock-Schweden passt ja auch wirklich perfekt zusammen. Spaß. Ein paar mehr Schweden können wir auch gerne gebrauchen. Genau. Sieht schon geil aus, muss ich sagen. WM und sowas. Yeah, schon in der Bettwäsche habe ich heute Morgen geschlafen. Was in der Bettwäsche? In der WM 2006 Bettwäsche. Eine Stunde vor Anpfiff muss man jetzt noch mal ein bisschen in die Geschichtsbücher greifen, denn ganz besonders im Jahr 1997-98 bekannt, dass Lautern als einzige Mannschaft, als Zweitliga-Aufsteiger tatsächlich deutscher Meister geworden ist in der Saison, wo wir geboren sind. 97-98. 98er Jahrgang, ich 97er. Ich Alter, bei mir wurde Bayern ich Meister. Nicht. Die beiden nicht, die haben nichts damit zu tun. Aber ja, muss man auf jeden Fall sagen, mit Andreas Brehme, Otto Rehhage als Trainer damals, das ist schon wirklich beachtlich, als Aufsteiger dort durchzumarschieren. Mein Onkel auch noch mal ein bisschen genauer. Ey, Junge. Weiter geht's. Und nicht nur Lautern hat alles gezeigt mit der deutschen Meisterschaft, nein, auch unser FC Hansa ist genau in dieser Saison auf Platz 6 gelandet. Nicht nur Lautern hat Tradition, nein, auch unser FC Hansa. Nie vergessen, wo wir herkommen. Richtig starke Saison gespielt mit Sergej Barbares, Oliver Neville, Uwe Ehlers war auch dabei. Wir hatten richtig starke Spieler. Steffen Baumgart auch immer natürlich in unserer Erinnerung. Irgendwann wird er zurückkehren, da bin ich mir sicher oder sind wir uns alle sicher. Ja, war eine geile Saison, 97-98. Da hast du ja auch immer noch mit dem ein oder anderen Lautrer damals... Schals getauscht. Ich hoffe, es wird heute ein geiles Spiel und ein glückliches Ende für alle. Wir haben schon von Prüger geschwärmt, aber wir schwärmen natürlich auch vom Boxen am See. 10.6. Ja, 10.6. genau. Hier kommen wir hin. Genau. Bertag. Am 10.6. Box Alvin. Alvin geht in den Ring. Ein Boxen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich weiß nicht. Ja, natürlich. Ja, ich bin gespannt, wenn es so aussieht. Anscheinend bin ich dabei. Ja! 3-2 nach 0-2 Rückstand gewinnen wir 3-2. 2-1 Hansa, ganz stramm. Wir sind drin, Fritz-Walter-Stadion, absolute Legende, 1954, Weltmeister geworden, Horst Eckel. Das Horst-Eckel-Tor kennt man selbstverständlich auch. Wir sind leider nicht mehr zur Statue gekommen. Passend dazu die aktuelle Tabelle, Hansa auf Platz 17. Wenn wir gewinnen sollten, machen wir einen absoluten Sprung und können an Braunschweig rankommen, die ja verloren haben gegen Paderborn. Wir werden es sehen. Morgen auch ein sehr, sehr bedeutendes Spiel. Regensburg gegen Sandhausen, da muss man mal gucken, wie das Ganze ausgeht. Und Lautern, was soll man noch sagen? Als Aussteiger, Respekt, Platz 7. Es geht nur noch um die Fernsehgelder. Je höher sie kommen, desto besser. Dabei. Ausstellung von Hansa genauso wie letzte Woche gegen Fürth. Komm schon, das wird heute was. Lautern, Beuth, muss man aufpassen. Hanslik, Gemmelhoff von Hansa, Zulinski ebenso. Opoku genauso. Die ganze Offensive eigentlich, die haben schon wirklich starke. Wo ist Erik Durm? Wo ist Erik Durm? Hansa!
Betze. Der Betze hat seine eigenen Gesetze. Heute vielleicht auch ein kleines Hansa-Herz. Ja, muss man sagen, richtig geiles Stadion. Das ist das, was man sehen will. Solche Stadien. Los geht's. Bitte mindestens einen Punkt nicht verlieren. Und dann in das 6-Punkte-Spiel gegen Regensburg. Dollar erwischt. Ich hoffe, es geht wieder. Ich glaube schon. Spiel auf ein Tor. Kolke. Der Anfang. André Eckball jetzt. Komm. Bring ihn. Bring ihn gut. 20 Minuten gespielt. Was soll man sagen? Null halten. Zweite Ecke direkt hinterher. So langsam finden wir ins Spiel. Aber wir verteidigen das gut. 31. Okay, scheiße. Das war die beste Möglichkeit bisher. Die 0 steht. Die 0 steht, Leute. Und jetzt. Mal den Ball. Der Ball, der kommt, der kommt. Der kommt. Der ist. Schumacher. Spiel ihn. Was war das? Egal, Ecke. Und so. So, Eckball. Wird der gefährlich? Oh! Alter! Oh, 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 oh. Haben wir gesehen, der ist nichts gewesen. Egal. Geh mal, Fröhlich, geh mal. Nimm den Herz. Oh. Und nachsetzen. Rüger mit links. Ja! Nimm dir das Herz! Er nimmt sich das Herz! Er nimmt sich das Herz! Rüger! Und was für ein Tor in der 42. So voll oder was? Wie bei Hansa bei Anfang, Alter. Das ist unnormal. Junge, das war jetzt, auch. Jetzt! Rüger! Jetzt du Maschine! Oh, der macht die nass! Der macht die nass! Wieder so ein Heber! Oh. Was wären das jetzt für Big Points? Also, Leute, ich hab's gerne für euch gemacht. Das ist so eine Mannschaft jetzt, Alter. Ey, das Tor, ne? Oh mein Gott, was habt ihr verpasst? Gleich. Ey. Der holt uns da raus! Mit Dimitros! Der zieht den Karren aus dem Dreck! Mit seiner Ruhe, mit seiner Erfahrung, der macht das. Auf geht's, Hansa Kämpfe, du Ziegen! Und es geht in die Halbzeit 1:0 auf dem Betze.
Der Betze bebt für uns. Schön mit links. Traumhaft. Das sind Big Points. Leute, das sind Big Points. Ja, ich hab's wieder verpasst. Aber du hast es eben von mir gesehen. Ich mach's ja gerne für euch alle. Wir verzeihen dir, solange wir die Klasse halten, ist sie verziehen. Wird hart. Nicht auf die leichte Schippe nehmen. Ja, Lautern mit den Fans, die sind schon eine Macht, das muss man sagen. Ja, Lautern tut uns leid, aber die Stimmung heute, das ist ein Kessel. Das tut mir nicht leid, die sind gesichert, die Leute. Weißt du? Das stimmt auch gut. Ja, Lautern, bitte habt mal Gnade vor uns. Auf geht's, Hansa kämpfen und siegen! Folge nochmal Motivation, bevor es in die zweite Hälfte geht. Wir halten zusammen, wir werden nicht untergehen. Die müssen jetzt hinten sicher stehen. Bunkern da, raus! Übers Tor. Bitte. Volke. Jawohl! Also! Boah! Jetzt haben wir die Chance. Boah! Volke! Volke, wichtig! Der rettet uns wieder. 52. Echt gut aus von der Tabelle her. Natürlich nicht zu früh von. Wir lachen. Abgerechnet wird zum Schluss. Oh nein, nein. Kolke. Kolke! Ah, ja! Jawohl! Unser Heimat ist der Ostseeschatten. Oh. Rauwif! Da war noch gar nichts mehr. Da war noch nichts. Gelb! Gelbe Karte. Ist das Neutrals erste Gelbe in diesem Jahr? Kann sein, aber ich habe da nichts gesehen. Das ist so stark. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder hoffentlich. FC Hansa! Da ist so viel frei da. Er fällt. Kein Foul. Er ist ausgerutscht. Er ist ausgerutscht. Also man sieht schon, Spiel auf ein Tor in der zweiten Halbzeit. Ich bin so nervig am Arsch. Das macht mein Herz nicht mehr mit. Die machen jetzt die machen so Druck. Boah, mit der Hacke, Schumi. Jetzt haben die Platz. Opoku. Nein. Presse. 65. Die kämpfen um jeden Ball. Die Defensive steht. Der ist da, der ist da. 69. Halten, halten. Ja, ja, ja. Habe ich gesehen. Ich habe ihn schon gesehen, dass der rausgeht. 70. Minute, Mann. Zittern und wanken. Der FC Abis in den Tod. Points. Strauß für Brügger. Sechserkette wird ausgepackt. Ist das richtig? Kann man machen, kann man machen. Sag mir. Betze! Ich warte bis zum Schluss. Und unsere Heimat. Das ist gut. Ja! Oh. Richtig. Jungs, ich kann nicht mehr. Rossi, Schumi, geh rauf, bitte. Oh mein Gott, rauf. Raus, raus. Hey. Nein. Oh, hey. Ja, raus, raus, raus. Heute bitte nicht. Rauf, Rossi. Gebt alles. Es sieht nicht gut aus. Abseits! Abseits!
hier? Was will er hier? Abseits, abseits! Oh mein Gott! Es sind nicht! Ja! Ja! Abseits! Ja! Jungs! 81. Die haben schon gejubelt! Ich muss aber ehrlich sein, ich habe auch gedacht, der hier ist drin. Also mittlerweile muss ich sagen, keine Ahnung, wie viele Chancen Lautern hat. Das ist das Zeichen, das ist das Zeichen heute. Ja, gerade hier mit meinen Kollegen von Kaiserslautern nebenan gesprochen. Ey, das ist für uns jetzt. Für Hansa ein wichtiger. Meine Beine zittern. Ich auch, ich zitter richtig. Komm. Komm bitte. Nein, ey, scheiße. Zurück, alle zurück. Ist egal, nehm ihn, nehm ihn. Ja! Wichtig! Oh, sag mal. Ui! Ja. Boah, der war aber schon frei. Zurück, zurück. Pass auf jetzt. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße! Rauf! Ja! 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 FCA! Oh, so müde. Ich kann nicht mehr, Mann. Abseits! Ja! Gar nicht mehr. Kolke! Rauf! Rauf! Geh abseits rauf! Scheiße, Mann! Ja! Ja! Mann, Alter, ey! Strafft euch! Noch 4 Minuten! Oh mein Gott, was geht hier ab? Ich kann das nicht mehr! 88. Pfeif ab einfach! Johnny, Johnny! Komm, wir holen das heute, wir holen das! Heute spricht's für uns! Aber Lautern, wie viele Schüsse haben die? 30 in der zweiten Halbzeit! Du bist der heftigste Mann! Gelb für beide wieder. Lautern gibt nicht auf, aber gib bitte für uns auf. Raus, 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 raus da. Ey Mann, die kriegen die Bälle nicht mehr raus. Abseits. Ey, ey. Raus, raus, lauf, Zeit. Ja, Foul! Ja! Ja! Schalam! 4 Minuten noch durchhalten. Scheiß auf den Schuss jetzt! Scheiß auf den Schuss! Nehm die Kugel an die Ecke! Oder nicht? Oh, der ist durch! Lauf! Lauf! Mach ihn! Ja! Nein! Nein, Mann! Scheiße! Hast du! Hast du! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Scheiße! Nico! 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 Kann doch nicht sein! Raus! Malone! Raus! Raus! Ja! Und jetzt! Und jetzt! Verruf! Verruf! Linie! Linie! Ja! Ja! Zieh! Und Zeit! Oh mein Gott, ja, oh, Schumi, Schumi, halt jetzt, ja, knock ihn um, knock ihn um, scheiße, ja, scheiße, pfeift das Spiel einfach ab, Lute ist vorne und bitte erlöse uns! Pfeif doch einfach jetzt! Mann! Ja!
Und jetzt der Konter. Sü. Ja! Unglaublich! Schallo! Schallo! La 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 la! Geil! Geil, Jungs! Hammer! Hammer! Big points, big points. Rossi gibt seine Kappe. Wichtiger geht's nicht. Niemals untergehen. Werden wir niemals, niemals. Danke. Dass wir das noch irgendwie über die Zeit gebracht haben. Danke, Lautern. Wir sehen uns hoffentlich nächste Saison wieder. Ey, ich wünsche euch nur das Beste. Das war Kampf, das war Wille. Du hast es gesehen. Ja, geiles Spiel, Hansa. Ein Glück, wir sind spontan hierher gefahren. Grüße gehen raus nach Hohenwangelin an Rudi, mein Vater. Mathis, mein Jung. Grüße. Meine Mutter. Rico, Stefan in Rostock. Andrea in Rostock und die Berliner in Rostock. Schöne Grüße, 3 Punkte. Wir steigen nicht ab mit so einer Leistung. Hammer, geiles Spiel. Und bis zum Ende gezittert. Ich bin fix und fertig. Und wir haben schon wieder die Null gehalten. Und das auf dem Betze. Das kann nicht jeder. Außer jetzt zwar indirekt trotzdem miterlebt. Jubelschrei. Also alles gut. Perfekt gelaufen eigentlich. Ich grüße meine Leute, Maddy, Patrick und Timo. Grüße gehen an alle raus. Klasse wird gehalten. Ich bin so gewohnt, den Sieg auf dem Bett. Ich habe dich lange nicht so glücklich gesehen, muss ich sagen. Dran, ab nach Hause. Heute hat der Wille gestimmt. Und er hat die Becher abgestaubt. Die Becher. König Otto für die 3 Punkte. Das Zeug ist erstmal schönes Hähnchen. Boah. Pommes frites. Mit Pommes frites, Alter. Geil, Mann. Yeah. Zur Feier des Tages gibt es einen schönen Broiler. Danke, Hansa. Unfassbar, dass wir wirklich auf dem Betzenberg diese 3 Punkte geholt haben. Wichtiger geht's einfach nicht. Und alle haben wirklich für uns gespielt, wenn man sich die Tabelle anguckt. Muss mal gucken, was morgen passiert. Noch nicht zu früh freuen, aber heute ziehen wir uns das erstmal rein. So hat man im Mittelalter auch damals das Fleisch verspeist. Ich weiß, es ist nicht hygienisch. Gaumenschmaus. 9 von 10. Als das 1-1 nicht gegeben wurde. Man muss wirklich sagen, also es wäre verdient gewesen, wirklich, aber das Glück war heute auf unserer Seite. Das musste einfach mal sein. Weitermachen. Ja, das kann sich sehen lassen bei so einem heimstarken Team. Klar, die zweite Hälfte oder auch schon teilweise in der ersten Hälfte war es ziemlich zäh. Da hat Kaiserslautern, muss man ja auch mal ehrlich sein, schon ein paar Chancen gehabt, auch vielleicht das 1-1 oder ein paar mehr Tore zu machen. Aber dank unserer Krake, Markus Kolke. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung in der Defensive. Und das, genau. Defensive war wach. Alle Jungs haben gekämpft, alle haben gefightet. Jeder Ballgewinn wurde gefeiert wie ein Tor. Jetzt ja, mittlerweile muss man sagen, haben die sich so gefangen in den letzten Spielen. Alois hat sie gut eingestellt. Die Hoffnung ist auf jeden Fall wieder da. Einfach Hammer. Ey, ich habe noch nie so dran geglaubt wie heute. Muss ich einfach so sagen.
Mir ist das Herz in die Hose gerutscht beim 1-1, was dann noch abgepfiffen wurde. Jeder von euch hier hinter uns, ey Junge, lasst alles gerne unten in den Kommentaren da. Wir sind erleichtert, 3 Uhr morgens aufgestanden, es hat sich gelohnt. Und nächste Woche geht's weiter, 6-Punkte-Spiel gegen Regensburg. Danke an alle Lautrer, die uns den Sieg gegönnt haben. Euch alles Gute, viel Erfolg für die restlichen Spiele. Holt euch noch ein paar Siege und dann sind wir raus. Wir fahren jetzt nach Hause, alle gut drauf, man hört es. immer wenn, ja, nicht mehr die meisten an Hansa glauben, ist Hansa wieder da. Grüße gehen auch nochmal raus an Timo. Und jetzt würde ich sagen, bleibt stabil, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ihr sitzt halt, oh, ich bin live da.